hinein in die Eisfabrik. Das ist im Film auch das Versteck von Mr. Freeze. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das Spiel nimmt mehr Anspielungen auf die ersten vier Filme als auf die letzten drei. Ich glaube, das Spiel war noch gar nicht auf dem Markt als... Oder war schon auf dem Markt, so muss ich eigentlich sagen. War schon auf dem Markt, bevor die neuen Batman-Filme angelaufen sind. Ich kann mich da jetzt allerdings auch täuschen. Da dürft ihr mich gerne korrigieren. Was kann man denn hier drehen? Das ist ein Drehschalter. Ah, da kann man den Eisstrahl hier runterdrehen. Das werde ich brauchen. Ich habe mit Batman jetzt den sogenannten Gleiteranzug eingesammelt. Damit kann man... Ich sag's ja nur ungern, aber damit kann man gleiten! So, ja, lass mich jetzt mal schön in Ruhe, damit ich hier mein Geld aufsammeln kann. Natürlich möchte ich auch dieses Geld haben. Das ist mit der Perspektive manchmal gar nicht so leicht, hier nicht runterzufallen. Vor allem, wenn man so wie ich alles kaputt macht und dadurch dann seine, die Stopper wegnimmt. Was haben wir denn hier? Was kann man hier kaputt machen? Ja, hier können wir diese zwei Eisblöcke runterfallen lassen. Ja, man muss ein bisschen aufmerksam durch diese ganzen Levels durchgehen, sonst verpasst man das ein oder andere. Es gibt, soweit ich mich erinnere, auch die ein oder andere Anspielung auf andere Spiele oder Filme in diesem Spiel. Das ist so eine Eigenart der Lego-Spiele. Hauptsächlich nehmen sie die Filme aufs Korn. Oft nehmen sie auch ihre eigenen Spiele aufs Korn. Also das gefällt mir an dem Hersteller sehr gut. Die verstehen Spaß. Und ja, was den Humor angeht, das hat sich ja dann jetzt gezeigt mittlerweile, dass der Humor ziemlich gut bei den Leuten ankommt. Es gibt auch schon einen Nachfolger zu diesem Spiel. Lego Batman 2! Habe ich selbst bislang noch nicht gespielt. Doch, habe ich schon gespielt mit meinem... Das war jetzt mal unfair. Mit meinem Neffen zusammen. Ja, ich habe den schon richtig erzogen hin zum Zocken. Ob das jetzt eine gute Eigenschaft wird, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall spielt er auch schon ganz gerne. So, Batman kommt jetzt hier hochgeflogen. Und dann nehme ich ihn gleich und versuche mal hier rüber zu kriegen. Ja, es hat sogar funktioniert. So, hier brauche ich einen anderen Charakter. Wen brauche ich denn da? Weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz hin. Der schüttelt, der guckt dann raus und guckt mich an und sagt, ne, du bist der Falsche, dich lasse ich nicht rein. Ja, aber wie man sieht, brauche ich da einen anderen Charakter. Wie schnell irgendwo drauf landen. Brauche ich einen anderen Charakter, um hier weiterzukommen. Ja, hoch hier. Und dann fliege ich mal hier rüber. Um den Handlanger hier auszuschalten. Hier komme ich nicht rein. Da fehlt mir, glaube ich, wieder mein Charakter. Macht aber nichts. Ihr jetzt mal schön alle weg, damit ich hier ein bisschen was an Geld sammeln kann. Es ist natürlich wichtig, so viel Geld wie möglich einzusammeln und dabei so wenig wie möglich zu sterben. Klar, wenn man diesen Superhelden-Rang erreichen will. So, hier haben wir eine Brücke. Hier brauche ich dann Robin, um hier hochzugehen. Herr Pong! Schöne Geräusche macht das Ding hier. Ja, so schön hin. Den Meander hier hochlaufen. Ja, ich bringe euch, wenn es geht, bringe ich euch immer ein paar Worte bei, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ein bisschen Bildung muss hier ja auch sein. Oder sollte hier auch sein. So, jetzt haben wir hier eine Kiste zusammengebaut. Und auf diesen karierten Oberflächen kann man Gegenstände bewegen. Achso, ich muss ihn noch fertig zusammenbauen. Klar. Das ist... Ich baue den nur halb zusammen. Ne, das möchte ich haben. Das ist... So, da steht's auch. Du kannst Objekte auf schwarz-weißen Oberflächen verschieben. Poff. Jetzt ist es runtergefallen, kaputt gegangen. Und jetzt baue ich mir was anderes raus. Ich glaube, ich warte lieber nochmal, bis es zurückkommt. Nicht, dass ich hier unnötig Geld verspiele. Wäre natürlich sehr schade. Jetzt muss ich warten, bis Robin hier drüben ist. Das lasse ich die KI übernehmen. Die agiert ziemlich ordentlich. So, jetzt gehen wir hier nach oben.
Pong, Pong. Ich mag das Geräusch voll. So, und öffnen die Tür. Da kommen jetzt, glaube ich, ja noch ein paar Leute rausgelaufen. Nicht? Dann gehen wir einfach so durch. So, ah, da kommen die Leute angelaufen. Die habe ich gemeint eigentlich. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Eigentlich nichts Besonderes. Hier kann ich, glaube ich, mit Batman rüberfliegen. Hier muss ich mit Batman rüberfliegen. Und da gucken wir mal, ob ich auch ganzen Steinchen hier bekomme. So, zuerst machen wir hier die Begrenzung weg. Obwohl, ich könnte auch einfach hier noch weiter schieben und schon mal Robin rüberholen. Geht das von allein zurück oder muss ich schieben? Ich muss schieben. Gut. Komm mal her, hier. Kleines Rotkehlchen. Ich brauche jedes Stückchen Geld, das ich bekommen kann. Ich, stell mich mal hier drauf, dann werden hier nämlich Treppen draus. Dann kann sich Robin da oben drauf stellen. Und dann werden da auch wieder Treppen machen, kann ich hoch. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ich vermute mal, dass die nach unten gehen, ja. Ja, und da hat Robin weggehauen. Wenn die KI stirbt, verliere ich keine Geldsteine. Sondern nur, wenn ich drauf gehe. Denn sollte man das Spiel zu zweit spielen, dann ist es so, dass man die Geldsteine für sich persönlich einsammelt. Das heißt, wenn ich dann 3000 Steine eingesammelt habe und mein Mitspieler auch 3000 einsammeln, bekommen wir zwar zusammen 6000, aber es gilt halt für jeden sein eigener Zählstand. So, was hab ich denn hier? Hier habe ich eine Eismaschine. Kann ich reinhüpfen? Ich glaube, das ist eine Eismaschine. Sieht zumindest mal so aus. Da wird es aufgefüllt mit flüssigem Eis. Und das vereisen wir doch mal ganz schnell. So, jetzt muss ich nur noch da hinten treffen. So, das haben wir geschafft. Jetzt können wir auch da drüber. Ohne dass wir Schaden nehmen. So, ich versuche jetzt mich so wenig wie möglich zu bewegen hier auf dem schmalen Grat. Damit ich nicht runterfall. Denn ich habe bislang jetzt ungefähr die Hälfte der Steine. So, was haben wir hier? Hm, nix. Aber ich lasse mich mal dran hängen. Die KI macht es natürlich anders. Die möchte natürlich... Das war ja klar hier. Machen wir es so. Ich hoffe mal, dass das Ding oben bleibt. Es ist oben geblieben. Was haben wir denn hier? Achso, hier müssen wir uns draufstellen. Robin? Ja, du musst dich schon hochziehen. Jetzt ist Batman runtergefallen. So, ich warte mal hier, bis Batman wieder kommt. Bleib oben. Bleib doch oben, du Hammel. Ach, dann eben nicht. Hier kann man bewegen. Ah ja, okay. Da gibt es eine Leiter. Die gehe ich natürlich mal runter. Ich möchte natürlich so viel wie möglich erkunden. Denn eventuell finde ich ja auch die versteckten Steine. Ja, ja. Sehr schön. So, was haben wir da hinten? Hier können wir was zusammenbauen. Eventuell kommt ja dann Robin auch mal wieder hier, ja? Scheint nicht so. Ja, da mache ich eben alleine weiter. So, hier komme ich nicht hinten dran. Hier brauche ich vermutlich... Ja, das glitzert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Vielleicht glitzert es jetzt gleich nochmal. Da hat es wieder geglitzert. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich hier den Zerstörungsanzug brauche. Und da ich den in diesem Level, glaube ich, nicht erhalten werde... Hier komme ich auch nicht rein. Da ich den nicht erhalten werde, bin ich hier anscheinend an der falschen Stelle. Ich versuche mal hier rüber zu fliegen. Nee, das reicht nicht. Gut, hier komme ich nicht weiter. Dann gehen wir einfach wieder in die andere Richtung. In der Hoffnung, dass mein Mitstreiter, mein Freund, mein Partner wieder hier ist. Er kommt einfach nicht hier rauf. Ich versuch's mal. Bleib oben, bleib oben! Ich drück. Mann! Aber das kannst du nicht geben hier.
ja. Ah, endlich. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, manchmal ist die KI ein bisschen blöd. Aber nur manchmal. So, gehen wir mal da rein. Mr. Freeze. Ja, wie gehabt, auch in dieser Stage geht es darum, dass der Endgegner etwas mit dem den Anzügen zu tun hat. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Nein, ich verliere Geld. Ich sollte, glaube ich, nicht gegen Dr. Freeze kämpfen. Ich werde mal einfach hier hochgehen. Da kommen wir nicht rüber. Okay, das ist es also noch nicht. Ich muss ihn anscheinend verprügeln. Ja. Hör es auch mal auf. Ja, er hört dann auch irgendwann auf. Jetzt habe ich ihn auch getroffen. Nee. Schießt du nochmal? Okay. Ja, schießt nochmal und dann wird er anscheinend müde und dann kann man auf ihn draufhauen. Dann verzieht er sich wieder. Das heißt, man braucht für jeden Gegner eine gewisse Taktik, um den zu schaffen. Boah, jetzt fliegt hier ein Flugzeug vorbei. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Geld! Noch mehr Geld. Das muss ich einsammeln. Ich brauche jedes Stückchen Geld. Ich habe nämlich ziemlich wenig Steinen aufgesammelt hier. Ja, komm, schieß ab. Flump. Mir gefällt das Spiel. Diese Geräusche hier, das ist alles so, so schön kindlich. Ist jetzt müde oder was? Ja, ich gehe mal lieber aus dem Weg. Dann läuft man auf jeden Fall hinterher. Nein, ich darf doch nicht. Das ist natürlich sehr bitter jetzt hier. Ja. Bleib weg! Ja, ich benutze hier die Angsthasentaktik. Weglaufen und erst im geeigneten Moment zuschlagen. Jetzt zum Beispiel. Gut. So, jetzt haben wir einen Treffer, dann dürfte er sich wieder... Och komm. War das jetzt, weil ich 2 Sekunden zu langsam war, oder was? Robin ist wieder eingefroren. Sehr schön. So, jetzt aber. Jetzt verschwindet er wieder nach oben. Die feige Sau. Jetzt können wir aber das machen, was ich eigentlich hier vorhatte. Aber zunächst werde ich mal da nach vorne gehen. Ein paar Gegner hier verprügeln. Und dann hier die Sache kaputt machen, um noch ein bisschen Geld zu bekommen. Wenn ich schon nicht Superheld werde, dann möchte ich zumindest... so viele Steine wie möglich mitnehmen, damit ich mir zumindest noch was Schönes kaufen kann. So, haben wir hier jetzt noch was? Nö. Außer ein Gegner, der mir nachrennt, den ich nicht gesehen habe. Dann wechseln wir mal schnell zu Robin. Und hüpfen mal da oben rum. Hüpf. Komm mal, hüpf. Machen den Schalter hier an, dann geht hier nämlich was auf. Lego-Steinchen. Die wir zusammenbauen können. Heil mich mal. Eventuell hält mein Multiplikator ja noch. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch, das nötige Geld einzusammeln. So, den fahren wir jetzt da mal ran. Das müssen wir nämlich, glaube ich, machen, wenn Batman mal aus dem Weg gehen würde. So, damit ich nicht zu viel Lebensenergie verliere, prügel ich die jetzt einfach weg. Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Sehr schön, das hätten wir soweit geschafft. Und da haben wir dann jetzt einen Eisklotz, den wir von hier aus mit dem Batarang nicht angreifen können, okay. Aber wir haben ja noch eine zweite Laufmöglichkeit. Da wird auch ein zweiter Klotz runterkommen. Dann wechsle ich mal wieder zu Batman. Wie gesagt, ich spiele mit Batman lieber. Nicht, weil er der Held ist, sondern einfach, weil ich ihn...
ich möchte jetzt nicht sagen attraktiv finde, aber den Charakter des Batman, dieses Dunkle, der dunkle Ritter und so, das gefällt mir, das finde ich cool. Geh weg! Ja, Robin lässt sich wieder mitschieben, gerade eben wie es Batman getan hat, jetzt nur halt mit Robin. Da haben wir den nächsten Eisblock. Achso, das war nur der eine Eisblock, der auf dem draufgefallen ist. Schnell weg von Mr. Freeze! Falls ihr mal die Möglichkeit habt, seht euch den vierten Batman-Film, oder den Batman-Film Batman Forever an. Und zwar auf Englisch. Die Aussprache von Arnold Schwarzenegger im englischen Original ist dermaßen bekloppt. Jetzt habe ich vor lauter Handlangern den Überblick verloren. Und wieder Geld verloren. So, jetzt ist er müde. Ach, das war jetzt wieder so eine Sekundenentscheidung, oder was? Ach komm. Schieß. Ein Beispiel von... was mir jetzt spontan einfällt aus dem Film, kann ich ja geben. Im Deutschen sagt er sowas wie, ich werde die Stadt einfrieren. Und im Englischen dann halt sinngemäß, I'm gonna freeze the city. Das ist brutal. Also die Englischkünste von Schwarzenegger sind echt... legendär. Ha ha ha!